So, ja, läuft und ne, ist im Gange. Dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zu Workers and Resources. Hallo Red16, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen, moin, moin. Und Fred Freibier, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Guten Morgen, Mann, Mann, Mann. Da schmeckt der Kaffee gleich viel besser, oder? Ja, natürlich, Kölnhogen, das ist gleich, also das ist ganz was anderes. Das ist so Gold wert, weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Hallo Kartoffeltim, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen, moin, moin. So, pass mal auf, lass uns weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß gar nicht mehr. Ich lasse das ein bisschen vor sich hinlaufen. Machen wir Gewinn? Eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Ne? Also wir radeln gerade so am Rande des Existenzminimums rum. Und können keine Kneipe besuchen, ja, das ist klar. Das haben wir schon irgendwie rausgekriegt, dass es nicht funktioniert. Weil... Der geht doch. Ihr könnt da hinlaufen. Leute, bitte, ja. Ich wollte gerade sagen, hat kein Strom? Was? Was? Was ist denn hier los? Wieso kein Strom? Hallo? Leute, hier sind 50 Mann am Arbeiten. Warum habe ich keinen Strom? War da gerade ein Einbruch oder was los hier? Sekunde. So, wieder da. Warum ist hier gerade kein Strom? Was ist hier los? Der arbeitet immer voll Klamotte sozusagen. Wo haben wir den? Was mache ich? Gucken, wir müssen den Strom hier. Pass mal auf. Wir exportieren. Auf Null gesetzt. Pass mal auf. Dann müsste das doch hier mit Strom. Reicht nicht. Was ist denn mit Strom los? Wieso haben wir kein Strömchen mehr hier? Leute, was ist los? Wo exportieren wir denn? Hier exportieren wir Strom hin, ne? Export, volles Rohr. So, pass mal auf, dann machen wir jetzt hier andersrum. Müssen wir hier erstmal... Ja, ne? Import. Trotzdem nicht. Was ist denn hier los? Wieso haben wir keinen... Was ist denn hier? Wieso haben wir keinen Saft hier? Wieso haben wir denn keinen Strom? Was ist los? Hä? Muss man nicht verstehen, ne? Muss man nicht, oder? Das ist jetzt gerade so ein bisschen... So. Jetzt weiß ich nicht, warum wir keinen Strom haben hier. Ich keine Ahnung, was hier los ist. Trafos überlastet? Hä? Das ging ja sonst immer. Das ist warm Wasser. Jetzt haben wir mal richtig warm Wasser hier. Guck dir das mal an. Das ist richtig im Gange. Warte mal, wo sind die Trafos denn? Jetzt muss ich mal suchen. Ach Gott, ich muss die Trafos suchen. Wo sind die denn jetzt hier? Strom. Wo ist denn Saft hier? Saft. Jetzt finde ich natürlich die richtigen nicht, ne? Die ich haben will. Was ist das hier? Basket. Guck mal hier, das ist Sport. Sport ist gut. Sport ist gut. Was ist hier denn noch? Hier ist noch eine Wohnung. Hä? Wieso haben wir die nicht angemacht? Weil... Muss einen Grund haben, ne? Mach mal den Bau fortsetzen. Komm, mach mal hin, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, wo ist denn hier Strom? Sag mal, das ist doch... Das ist nämlich, wenn man zwei Sachen gleichzeitig macht. Das ist das Problem, nämlich, wer ist denn was hier? Da ist noch ein Kindergarten. Wieso ist der denn unterbrochen? Hier, hau rein, mach den Kindergarten fertig. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist ja komisch hier, also wirklich. Leute, ich brauche Strom. Wo ist denn hier Strom? Eisenbahntransformator ist es nicht. Umspannwerk, das sieht doch gar nicht mehr schlecht aus. Umspannwerk, was haben wir denn sonst noch? Universität, Stromtransformatoren. Sind sie das? Da sind sie. Ach hier, guck, da sind sie. Die wollen wir mal haben. Die will er mal haben, die Dinger. Und zwar, wo haben wir? Hier ist auch einer. Großartig, wo kommt denn der Strom her? Ach, das ist wieder diese Sache, ne? Wo kommt der Strom denn her? Von hier.
Das ist auch gut. Warum haben wir denn zu wenig Strom? Das ist jetzt, das verstehe ich jetzt gar nicht. Irgendwie. Also irgendwie gar nicht. Was haben wir denn sonst noch geplant? Pass mal, was haben wir hier denn geplant? Was ist das denn hier? Geothermale Hitze. So, das ist gut. Das ist super. Das ist Abwasser. Wunderbar. Das muss ja auch laufen. Nützt ja nichts. Und wir wollten ja hier eigentlich weitermachen, theoretisch, ne? Wir wollten ja hier weitermachen, damit wir die Stadt hier mal in Gang kriegen. Aber irgendwie, das mit dem Strom ist mir gerade mal ein bisschen rätselhaft. Ich weiß nicht, warum. Pass mal auf, da ist Strom. So, das geht hier rüber. Geht da rein. Dark Gamer, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum wir gerade mit Strom gerade so ein bisschen Probleme haben. Ich verstehe es gerade nicht. 157! Alter Freund, das ist ja da so. Die sind ein bisschen überlastet, ne? Eventuell dezent, ne? Also ganz dezent. Haben wir hier überhaupt noch Anschlüsse dran? Wir haben da noch. Du, wir haben. Also, wir haben ja noch. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht nicht besser hin, ne? Ja, hier, ne? Eventuell müssen wir hier noch ein bisschen mehr Strom hinbauen. Ich mach mal so ein bisschen hier so und versuch mal. Und jetzt kann ich wieder nichts sehen. So, so ist das schön. Ne, hier so ein Travo rein. So. Da mal ein Travo hin, bau das mal. Und ein bisschen Kabel muss da noch hin, ne? Warte mal. Das Kabel da. Das muss ja von hier nach darüber. So. Wie hot. Bau das mal. Ein bisschen. Vielleicht hilft das ja. Es ist der hier. Der hat aber echt zu zittern hier, ne? Mein lieber Freund, du, da geht echt was durch. Wir müssen, glaube ich, Strom auch von der anderen Seite legen. Von hier aus. Irgendwo von hier. Warte mal, was haben wir denn hier noch? So, der macht Export, ne? Export für Große. Ist hier noch was drin? Oh ja. Ich habe mich gerade erschrocken, habe ich mich. Zoba sucht nach freien Elektronen. Genau. So ist es. Richtig. Danach sucht er. So. Ach, dieses Winterding, ne? Aber ich meine, ist bald vorbei. Bald ist wieder Sommer. Bald ist wieder alles schön. Schön und schnuckelig. So. Hier wird produziert, ne? Ihr seid am Ball, Freunde. Seid ihr, ne? So, pass mal auf. Wir wollen mal gucken. 38%. Das ist ganz schlecht. Aber das haben wir jeden Winter, ne? Ich weiß gar nicht, warum wir das so schlimm haben. Wie viele Leute sind denn hier vor sich hin verstorben? Ich mach gar nicht gucken. 77. Letzten Monat. Dieses Jahr. Letzten Jahr. Oh, da haben wir einen Extremen. Ah, was ist denn das nicht? 34. Was? 32 Tote von 106. Hier haben wir einen kleinen Peak. Das war im Oktober 1970. Hä? Was? So. Und ein Fußweg zum Travo-Pflaster. Oh, warte mal, das haben wir doch. Aber warte mal, das kann ich ändern, ne? Wo ist das Travo-Hole? Da vorne ist er. Hier. Den brauchen wir gar nicht. Den nehmen wir mal raus. Abreißen. Da können wir auch einen Schiedweg nehmen. Das spielt ja keine Rolle. Ne? Weg ist Weg. Weg ist Weg. So. Baum wurde unterbrochen. Nee, gut. Soll jetzt anfangen. Hü-hü. Hallo Joe. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. So. Wie sieht's denn hier aus? Der ist echt am Zittern, ne? Was haben wir hier? Hier auch. Aber ich meine, das ist aber auch ganz schlimm, ne? Dass wir da irgendwie keinen Plus machen. Das ist ja so, weißt du? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Was haben wir denn hier drinne? Übersichtlich. Aber hier ist gut drin. Das sieht super aus. Pflanze? Da fehlen Leute überall, ne? Haben wir so viel Verluste gehabt? Extrem jetzt? Warte mal, muss mal gucken. 8 Arbeitslose, das war auch ein Witz, ne? 39% Zufriedenheit. Die ist aber echt im Keller, ne? Mensch, du, ich weiß gar nicht, warum das hier ist. Aber das wächst, ne? Das wächst, glaube ich, ne? Jojo, es müsste, also, das sollte eigentlich, ne?
Was haben wir hier denn? Pass mal auf. Todesfälle 2254 letzten Monat. Wieso haben wir denn so viele Todesfälle? Verstehe ich jetzt gar nicht. Ist mir gerade so hoch. Ich weiß es echt, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum wir so viele Todesfälle haben. Wie ist das eigentlich mit Stahl? Haben wir massig Stahl? Ja, massig ist aber auch anders, ne? Massig ist anders. Hm, wie ist es hier denn? Oh, hier, 211 Tonnen. Guck mal, das ist doch eine ganz andere Maßnahme. So, Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Das Problem ist ja, wie gesagt, wenn ich noch das Community-Projekt mitlaufen lasse, ne, und das läuft da so ein bisschen schief. Das klären wir aber nachher. Da ist wirklich was zu tun. Und, ne? Geht schon. So. Hat Sova ein neues Mikro? Wieso? Ist das nicht gut? 5 Euro der Bürger ist niedrig. Wo denn? Ach, da oben. Da waren wir gerade drin, ja. 26%! Hört sich irgendwie ein bisschen anders an als sonst. Okay. Ja, es kann sein, dass hier gerade die Stimmung nicht ganz so gut ist. Das eventuell. Eventuell ist es das nicht. 34%. Also die ne, Zufriedenheit ist ja wirklich im Keller. Aber wirklich, aber richtig. Also sowas von. Ich weiß nicht. So, Leute, Hühot, macht das fertig. Was ist mit dem Kabel? Ist das irgendwie auch mal... Macht ihr überhaupt irgendwas, Freunde? Also ist hier irgendwas? Das Kieslager ist leer. Sekunde. Wieso ist das Kieslager leer? Was macht ihr hier, Freunde? Wieso ist denn das Kieslager? Ist hier einer und... Ist hier jemand unterwegs? 1, 2, 3, 4. 4 Kipper sind da nur unterwegs. Das ist alles? Das ist alles? Mehr nicht? Ja, die können aber auch nicht bis hierhin rausfahren. Das ist ja, ne? Ein bisschen zu weit. Wenn sie hier rausfahren sollen, ne? Aber ich meine, wir haben hier schon mal die Kies. Hallo? Ja, pass mal, wo sind sie denn jetzt hier? Ja, wo sind sie denn? Wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Mist, wo ist denn das jetzt hier? Da. Die wollte ich haben. Pass mal auf. Molnar Baubüro. Okay, ich krieg keinen Kies. Wird nichts werden. Molnar Baubüro. Okay. So, was haben wir denn hier? Verbundene Fahrzeuge. Lass mal gucken. Was ist denn das für ein Laden hier? Verteiler Grenze. Sehr gut. Verteiler Grenze. Wie waren wir denn hier? 1, 2, 3, 4. 4 Kipper. Ach, das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Aber so viel Extras sind da auch nicht drin, ne? Mach mal weg hier. Die Kippers. Also mich mal interessieren, wo die jetzt sind. Du hast es drauf. Du nicht. Wo seid ihr denn? Ich lass mal weiterlaufen hier. Das ist er hier, ne? Das ist aber auch Winter, ne? Also ist ja auch ein bisschen also kalt und so und, ne? Wie ist denn euer Auftrag? Molnar Schildgutentladung, Schildgutbeladung. Ich muss die mal haben, kurze Sekunde. Ach, die holen auch von da unten. Das ist gut. Wenn da was ist, also wenn hier was ist, holen sie es weg. Ja, ich weiß. Die Zufriedenheit ist niedrig. Ich weiß. Ich weiß. Joe. Zova hat heute noch keine Kreide gelutscht. Hab Nachsicht. Hey. Danny, schau dir mal flächendeckend die Wärme-, Fähr- und Abwasser-Entsorgung? Okay. Krieg ich hin. Also kein Problem. Das ist ja... Ist ja wieder mal, du... Ich weiß nicht. So, was ist hier los? Kies ist da. Jetzt fahren sie nämlich... Wir können 45 Autos fahren jetzt da hin und holen Kies. Siehst du, hab ich gesagt? Da, ne? Da liegt eine Handvoll Kies drin. Das kommen bei 45 Autos und wollen es haben. Leute, also das mit eurer Logistik hier ist aber echt, ne, das kannst du knicken. Das kannst du echt vergessen. Ich kann dir ja mal ärgern. Ich kann dir ja mal ärgern und sagen, pass mal auf, Quelle. Dann fahrt ihr mal so weit, ist mir Wurst. Dann fahrt ihr bis hier hinten hin. Dann haben die Jungs nämlich Zeit. Quelle angeben. Und zwar Kies. Wo ist ein Kies hier? Kies. Daumen. Schüttgutlager. Hier, fahrt dahin. So. Jetzt kriegt ihr nämlich Bescheid. Und zwar... Quelle kopieren. Auf. Den, und der hat schon der und der. So. Wir waren es nicht, ne? So. Fahrt woanders hin, Freunde. Kies haben wir tonnenweise. Ihr müsst bloß anders hinfahren. Fahren. Hast du gemerkt? Du hast keinen Kies bekommen, ne? Ist natürlich doof.
So, jetzt geht's los. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Andy! Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust. Moin Moin! Wo willst du denn hin? Wo will der denn jetzt hin? Ist der Weg nicht kürzer hier oben rum? Da rum und hier und dann da längs? Man muss es nicht, nein, glaub nicht. Na gut, fahr los. Ihr seid unterwegs, das ist gut. Wir haben doch einigermaßen Kohle auf dem Konto. Wir verdienen doch irgendwie was. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Wir verdienen noch was. Das ist schon gar nicht schlecht. So, die Eisenbahn fährt auch, die eine. Die orgelt hier irgendwo durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt gerade ist. Wo ist sie denn? Die ist doch so klein, man sieht die fast gar nicht. Da ist sie. Da rast sie durch die Gegend. Guck dir das mal an hier. So, was eine Wolke. Ich hoffe, der hat eine große Thermoskanne. Oder eine eigene Kaffeemaschine an Bord. Das hoffe ich echt mal. Weil sonst ist das echt für ihn ein bisschen... ich weiß nicht. Aber wir verdienen ja wesentlich ein bisschen was. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Das ist schon mal... Ja, das nehmen wir mit, ne? Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir hier noch? Das ist noch voll, ne? Ja, aber da ist noch reichlich drin. Hier auch. Da können wir noch. Also wir können noch richtig hier... So, da sind Leute drin, ne? 27 von hast nicht, von 30. Gut, das haben wir noch nicht hochgedreht. Können wir auch noch gar nicht, weil wir haben noch keine... Wenn die Leute uns alle wegsterben, hier ist alles ein bisschen Panne. Ne, ist ja semi-produktiv, kann man sagen. Der hat genug Strom. Der auch. Der ist leistungsmäßig auf jeden Fall nicht am Limit. Das sind die hier unten, ne? Wo ist er hier? Da ist er, ne? Auch nicht. Auch nicht. Kohle schon wieder auf. Ja klar, Kohle, also wir verdienen Geld. Ne? Also das ist schon mal nicht schlecht. Zwar jetzt nicht das Dicke, aber immerhin. Wir verdienen. Ich weiß nicht, was mit Strom los ist. Zug wartet zu lange? What? Gib doch Feuer, Mann. Ist doch nicht zu fassen. Warte mal, apropos. Wo fährt denn unser Schützling hin? Der braucht doch da gar nicht runterfahren, ne? Jetzt fällt er da auch wieder an, ne? Fahr. So, Pyrot, fahr los. Ja, das sind aber Trottel, ne? Die arbeiten beide in der gleichen Ecke. Die haben sich doch gleich 100 Pro in der Haare. Warum stehst du hier rum? Haben wir keine Leute? Oder was ist los? Wo ist denn unser Bauamt? Bauamt, wo ist denn das hier? Ah, ich muss wieder suchen. Suchen. Wo ist denn... Da ist es doch, Mensch. Dreck vor der Nase. Ein Arbeiter. Ja gut, das ist ein bisschen knapp, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Das ist natürlich jetzt nicht so doll. Und wir kaufen Strom ein. Wie wahnsinnig. Aber gut, wir verkaufen auch. Ne? Ich glaube, das hält sich in Grenze. Hält sich nicht. Zufriedenheit der Bürger ist niedrig. Ja, weiß ich. Was sollst du machen? Ne, ich würde ja gerne anders, aber es geht nicht. Wo... 32%, juhu. Wie ist denn dann sonst so? Geht aber nach oben, ne? Es wird besser. Gefängnis gekommen. Gut, die hauen ja eh ab. Die Leute, die im Gefängnis sind, die flitzen sowieso. Also da brauchen wir gar nicht gucken. Fehlende Ressource, Kies. Leute, wir haben Tonnen, wir haben Kies. Ihr holt jetzt Kies, ne? Ihr seid Ofen. Oh, guck jetzt mal an hier. Das ist, ich hasse diesen Winter. Können wir nicht beheizbare Straßen haben hier? Das wäre doch viel cooler. Ich glaube, wir müssen mal noch mehr investieren, will ich jetzt nicht. Wir müssen erstmal, wir brauchen wieder Kohle. Wie ist das denn sonst so mit Wirtschaft? Warte mal, wie ist das mit unserem Kredit jetzt? Mal gucken. Wir haben nur einen Kredit am Laufen. Ein 2-Millionen-Kredit. Sind noch 1,3 Millionen über. Ey, wir sind aber gut dabei, ne? Kannst du sagen, was du willst? Ne? Also doch. Also, ne, oder? Ich finde, ja, ne? Bau doch ein Verteilbüro, wo nur Kies fährt. Ja, das könnte ich machen, Dark Gamer. Das wäre auch eine Maßnahme. Aber wir sind ja, müssen ja sowieso nachher ein bisschen, was uns noch fehlt, ist auch noch eine Autoverschrottung, ne? Weil die stehen hier nur rum. Boah, da ist kein Strom. Was? Boah, da ist kein... Was? Wieso ist hier kein Strom? Wieso ist hier kein Strom? Sag mal. Sag mal. Ach, da oben ist Strom. Ach, viel zu weit weg. Da kommen wir gar nicht hin. Kommen wir gar nicht. Du, also, wirklich. Der hat keinen Strom. Das ist natürlich doof, ne?
Was haben wir denn hier gedacht eigentlich? Was haben wir geplant? Ich glaube, wir haben geplant, dass wir hier Benzin hergurken, ne? Und von hier aus verteilen, dann brauchen wir nicht jedes Mal eine Grenze fahren, ne? Ich glaube, das ist das nämlich. Gib mal da keinen Strom. Gib mal da Strom. Ah, gib mal da keinen Strom. Ach du Schande. Wenn das drum dumme ist, man kann es nicht sehen, wo es hier näher. Ich schau mal. So, was mal. Ich schau mal. Ressource. Wo kann ich denn sehen, was hier. Stadtplanungs-Overlay. Auch nicht schlecht. Strom, Elektrizität. Ja, alles gut. Elektrizitätsprobleme. So, ich mach mal auf Pause. Bevor hier alles, ne, im Bach runtergeht, weil wir haben nur noch 3000 Mücken, das ist alles ein bisschen sehr knapp. Wir haben hier im Kraftwechsel, Leute. 6 Mann, also die werden da hingekarrt. Wir kriegen da Leute hin, das klappt. Problem ist jetzt nur, ich brauche hier Spannung. Spannung ist super, bis hier oben. Da oben ist nicht so super, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Leistung. Warum haben wir denn nichts Rotes hier? Alle grün, alle grün, alle grün. Was haben wir hier? Produktivität. Oh, da muss ich gleich gucken. Gebäude. Nein, warte mal. Wo haben wir das? Was haben wir sonst noch? Ressource. Wo konnte man das noch sehen? War das nicht mit Elektrizität, wo irgendwie alles ein bisschen klemmt? Ich weiß nicht, wo das. Wo konnte man das noch sehen? Ach du Himmel. Das war doch irgendwo hier, ne? Ich meine, das war hier. War das nicht? Oder? Schneehals, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Das ist Wasser. Wasser, Wasser, Heißwasser. Was ist mit Heißwasser denn? Oh. 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 Das ist aber auch da. Aber wir haben doch, glaube ich, hier. Was ist mit dem hier? Mögliche Probleme? Gut, 95%. Ja, wir haben hier noch einen neuen gebaut, hier vorne. Der ist noch, ne? Hat keinen Strom und so, weißt du? So, Ich brauche hier mehr Strom, ich weiß gar nicht, wie sehe ich das denn noch? Welche Stromladung überlastet ist? Wo war denn das noch? Ich weiß gar nicht mehr, wo das... Das war doch hier. War das nicht das hier? Was für eine Stromladung ist überlastet? Das konnte man noch irgendwo sehen. War das nicht da? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht mehr. Hier vielleicht? Hm. Oh doch, hier kann man es sehen. Ja. Jetzt sehe ich es. Alle grün. Alle grün. Ja gut, jetzt ist Strom da, ne? Hier ist gerade wieder nichts gewesen. Warum nicht? Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man kann es nicht sehen. Das ist doch grün hier. Das ist doch nicht rot und nix. Alles gut. Hier ist auch viel zu viel Schnee, ne? Das ist alles. Man kann da nichts sehen. Alles doof. Alles bäh. Bäh. Hier ist doch alles tutti. Alle grün. Nix rot. Ja, das ist ein bisschen gelblich. Also hier auch, ne? So ein bisschen gelb. Habe ich das verkehrte Overlay? Was ist denn hier? Ist Stromspannung. Leute, das ist grün. Grün, grüner geht's nicht. So, baut das hier oben mal fertig. Dann haben wir hier oben auch noch ein bisschen kleinen Verteiler drin. Denn vielleicht hilft das. Wir haben gerade null. So, wir haben gerade keine Kohle mehr. Hier ist gerade Feierabend. Das ist schlecht. Oh, ich mach das Overlay mal aus. Den Overlay. So,
Keine Kohle mehr. Das ist jetzt doof. Jetzt kommt die Sonne nämlich raus. Jetzt wird es warm. Jetzt können wir nämlich mit Vollgas fahren. Und irgendwie haben wir keine Asche. Kohle. Das ist doof. Wer ist denn hier am... Hier, Zollhaus. Leute, ne? Wisst Bescheid. Was ist denn hier? Ja, du hast auch nur Teile. Ist da keiner, der was verkaufen will? Du siehst aber auch rappelig aus, ne? 57% Abnutzung. Freund der Sonne. Was ist denn das hier? Der Stahlwagen. 5000, immerhin. Kleinkram. Das ist wieder... Ja? So, der Rest will nur haben, ne? Da fällt immer Steinchen raus. Eigentlich braucht er das gar nicht mehr, ne? Normalerweise können wir die mal raussammeln. Warum fährt denn der Schneeflug hier noch durch die Gegend? Ach, der will bestimmt nach Hause. Höchstwahrscheinlich. Wir haben garantiert hier nichts drin, ne? Gemischter Müll ist super. Was ist denn hier sonst noch drin? Sonstiger Müll. Na gut. Also Müll geht. Müll ist gut. Das löppt, ne? Jo, das löppt. Das sieht gut aus. Das hat mir da weggefahren. Hier bleibt nichts liegen. Hier wird nichts gelagert und so Krams. Was haben wir hier? Wir haben zu wenig Leute hier drin, ne? Leute, näht die Sachen zusammen. Das muss doch schneller gehen. Du hast keinen Strom mehr. Da kannst du auch keinen Strom importieren. Nee, ist richtig. Da hast du echt... wahr. Aber hier ist ja Saft irgendwie... Strom ist ja da. So. Strom ist ja da. So ist das nicht. Und ich weiß gar nicht, warum hier gerade Strom ist. Kindergartenplätze. Ja, ist gut. Was ist hier jetzt? Wie weit sind wir hier? Fehlende Ressource Kies. Leute, haut mal einen Schlag rein hier. Das ist doch... Also, ne? Ich weiß nicht. Hier ist massig zu tun und ihr kommt nicht aus dem Quark. Sozusagen. So, hier unten wird auch gebaut. Die Strom... Quatsch, die Stromlinie. Die Gleise. So, wie weit ist das denn hier oben? Aber wir haben Plus. Wir haben da mal ein bisschen Geld gemacht. Oder auch nicht. So, was haben wir hier denn? Der Tank muss fertig. Was ist hier denn? Bau wurde unterbrochen. Hier kommt ja einer. Ne, Leute? Ran an die Buletten. Das muss fertig. Nicht, dass gleich Sprit wieder fehlt. Doch, Sprit ist da. Also das denke ich mal nicht, dass es ein Problem ist. Wir haben ja jetzt wieder Kohle. Strom, Quatsch, Benzin. Benzin müsste gut sein. Dann habe ich hier was drin. Dort ist auch was irgendwo drin. Was ist hier? Da war gerade Gemecker. Warum? Wie war das noch? Joe, den selbst produzierten Strom exportierst du komplett. Der importierte Strom dient der Stabilität. Ja, genau. Genau, so ist es eigentlich geplant, weil wir haben ja hier dieses furchtbare, ich weiß gar nicht, wo der ist, der hier, da ist er, den furchtbaren Umspannungsschalter, dieses blöde Mistig. Da pumpen wir unseren Strom nämlich rein, hier ist er nämlich, hier geht's runter, da läuft er längs, hier läuft er längs, dahin, bis dahin. Da haben wir noch ein bisschen hier dran geklemmt, ne, also da sind wir mal nicht so, und das geht bis dahin, bis da zu dem hier. Und der ist ja hier am Rackern wie ein großer, und die andere Leitung, die ist eine komplette Exportleitung. Hier, die geht hier hoch und ach du Himmel, wo sind die denn? Ja, dahin und darum und dorthin, hier durch, hier oben wird nochmal verteilt, damit wir hier noch ein bisschen was bekommen und dann hier raus, ne? Export. So, raus mit dem Kram. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Das wäre auch mal interessant zu sehen, wa? Keine Arbeiter, du hältst nicht aus, aber wenig. Keine Arbeiter ist wenig. Ach du Himmel, was ist denn hier los? Ach stimmt ja, die wollen ja gar nicht mitfahren, weil ist ja keine Kohle da. Den fahren wir auch nicht mit. Und ihr seid aber auch schnell unterwegs, ne? Ich finde auch, meine Güte. Depot für Straßenfahrzeuge. Wo haben wir das denn? Ach, nur gut, kann sein. So, aber hier wird auf jeden Fall Benzin exportiert. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir brauchen Kohle. Ach, wir brauchen wieder Geld. Ach, ist das doof. Leute, hier ist gerade Stau an der Grenze. Stau. Ja, ich glaube, da bleibt nichts anderes übrig, ne? Wir müssen nochmal einen Kredit aufnehmen, wa? Damit das hier weiter läuft. Warum haben wir denn so extrem viel Ausgaben? Man kann ja gar nicht, da kann man gar nicht richtig gucken. Letztes Jahr. Was haben wir denn gehabt hier? Treibstoff, Chemikalien, Stahl war eigentlich relativ wenig, ne? Weil das meiste haben wir selber gehabt. Letzten Monat, Chemikalien, Treibstoff. Man kann da fast nicht nachgehen, weil wir haben jetzt null. Wir stehen bei null. Wir brauchen Kohle.
Andy, 0 Rubel ist aber nicht gut für Sprit, das stimmt. Warte mal, ich mach mal Pause. Und weil leider die Folge durch ist, ne, müssen wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, weil wir schauen mal nach, ob wir vielleicht einen Kredit aufnehmen oder nicht. Mal gucken. Wie gesagt, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis.